Es ist schon der 17. Dezember, Freunde. Das heißt, es dauert gar nicht mehr so lange und dann ist schon Weihnachten. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Zeit bis dahin. Wir haben noch einige Dinge zu tun und zwar einige Openings. Das heißt, heute ist Nummer 17 für euch am Start aus dem gesponserten Adventskalender vom Philipp. Und auch teilweise Unterstützung von Jazz. Also, da bin ich auch noch gespannt, was da kommen wird. Wir haben noch ein paar große Pakete da. So viel darf ich schon mal verraten. Aber wir machen erstmal das, was. Das, was wir machen sollen, und zwar einen ekelhaften Jellybean vermampfen. Und es ist diesmal. Na, okay, das hatten wir schon ein paar Mal. Aber okay, so ist es dann eben. Entweder haben wir wieder Hundefutter oder wir haben Schokopudding. Schauen wir mal, wie es wird. Wir starten aber direkt los, damit das vielleicht auch. Was ist das? Noch eine Erweiterung für Legends of the Five Rings? Ah, oh, es ist Hundefutter. Oh Mann, ey. Der Clan des Drachen klingt. Ach du Schande. Bro, du hast uns hier ungefähr ein 800-Karten-TCG mittlerweile zusammengestellt. Oh, Schande. Geile Idee. Und ich verstehe, du hattest nämlich ganz, ganz am Anfang gesagt, es wird etwas dabei sein, von dem du selber nicht weißt, wie man es spielt, was es ist. Und es hätte dich sehr interessiert. Und mich interessiert gerade diese Karte. Wahnsinnig. Denn das ist das Tessaiga. Das ist das Schwert, das Naruto. Das Naruto. Das Inuyasha von seinem Vater vermacht bekommen hat. Das hat er, oh Gott, wie war das? Der Zugang zu dem Grab seines Vaters lag in seinem Auge und das musste man irgendeine Perle oder was rausholen. Damit hat man ein Dimensionstor geöffnet, um zur Grabstätte des Vaters zu kommen. Und da war dieses Schwert versteckt. Und er kann es führen. Und das ist so gut. Schwert nur von Menschen und Halbdämonen einsetzbar. Deswegen konnte sein, ich glaube, sein Bruder konnte das dann nicht verwenden. Aber auch die Kleine konnte es. Irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall super die schöne Holo-Karte. Shippo ist dabei. Raigeki-Jin. Dann haben wir hier wieder unseren Hachimon. Und, oh, Papas Fell. Ich glaube, dich hatten wir auch schon mal gesehen. Geil. Geil, geil, geil. Ich glaube, letztlich geht es hier dann bei dem Inuyasha-TCG noch um die letzten Holo-Karten. Und da ist natürlich Tessaiga als eine dieser Holo-Karten, die wir noch nicht hatten, sehr, sehr wichtig zu ziehen. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, bis zum Ende des Adventskalenders auch dieses Set zu vervollständigen. Das wäre halt richtig geil. Und solche Sammlungen hebe ich mir natürlich dann sehr gerne auch auf, weil das ein Gemeinschaftserfolg wieder war. Wir haben Karten aus der Community geschenkt bekommen und ein Holo-Artefakt für einen Gabagandalf. Und da ist nochmal Gabagandalf. Das passt halt wie die Faust aufs Auge. Ja, als hätte man es genauso bestellt. Nee, aber ich muss schon sagen, solche Sachen behalte ich dann auch gerne und versuche sie auch entsprechend zu vervollständigen, in den Ordner zu packen und dann auch aufzuheben. Also sowas schaut halt echt cool aus. Artefakt. Bearer must be Gandalf, also nur er kann ihn verwenden. While you can spot two Twilight Tokens, Gandalf is damage plus two. Okay, also der Bro macht einfach dann mehr Damage. Und das ist hier auf seinem Equipment dann. Dann hat er eine 5er Stärke und dann hat er hier, wenn er noch zwei spottet, hat er nochmal plus zwei. Das heißt, er ist dann nochmal, dann ist er bei 7. Okay, keine Ahnung. Mathematisch korrekt, beim spielerischen Inhalt, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Kann ich wirklich nicht beurteilen. Bis auf das Aussehen der Karten und das ist wirklich geil. Auch hier wieder eine schöne Holo-Karte. Nummer 1, Nummer 2. Eine Rubbelkarte, um herauszufinden, was hier versteckt ist. Vielleicht kennt ihr die Karten ja auch schon, beziehungsweise die Drachen. Die sollten dann für euch möglicherweise leicht zu identifizieren sein. Aber auch hier würde ich gerne versuchen, dieses komplette Set zu vervollständigen. Und es gibt wirklich über 150 Karten, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall eine Menge. Gut, Chaotic. Sei so gut und bring mir wenigstens heute diese eine Karte, die ich schon seit Anfang an suche. Das wäre wirklich ein Fest, das wir dann feiern könnten. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Und zwar 3, 2, 1. Nope. Die haben wir alle schon gesehen. Schade, Marmelade. Wie kann das denn sein, dass wir diese eine einzige Karte nicht kriegen? Komm, wir feuern uns selber noch mal ein bisschen an. Unbroken Bonds. Hier für euch ein
Online-Code für das Pokémon TCG Sonne und Mond. Schaut einfach mal rein, vielleicht zieht ihr was Cooles. Nachdem ja ich im Moment nichts Gutes ziehe, liegt es also an euch. So, ich habe immer noch dieses Hundefutter hier. Aber mittlerweile verliert es auch seinen Geschmack. Mandiblor macht. Das schaut sehr cool aus. Genauso wie der Schutz, nein, die Schulterschutz des Elementaristen. Warte mal. Ich dachte, es hieß irgendwas mit Frostblitz. Da gibt es vielleicht verschiedene. Muss ich mal gucken. Das wäre natürlich doof. Gut. Narfall, Widerhall. Dubin, Kundschafter Monokel. Oh Mann. Die Karte schaut ungefähr aus wie sie. Oder S. Oder er. Oder du. Ich bin mir sicher, so wie ich Philipp kenne, wir werden noch ein paar von diesen Boostern hier bekommen. Und dann werden wir auch eine dieser Karten ziehen. Okay, letztes Booster, bevor wir uns dann auf Legend of the Five Rings stürzen, um herauszufinden, was da so abgeht. Force of Will. Oh ja, Elfen, Windschwertkämpfer, schaut ziemlich cool aus. Baby Panda. Dann haben wir Schlafender Vampir. Nochmal als Holo-Karte mit dabei. Sehr schönes Teil. Dann haben wir die allerletzte Kraft. Und unseren Baby Pinocchio. Zumindest schaut die Karte so aus, als wäre es ein Pinocchio-Verschnitt. Schöne Sachen sind auf jeden Fall mit dabei gewesen und eine weitere Erweiterung für dieses Spiel. Okay. Diamond Edition. Gut, das CCG mit der interaktiven Geschichte. Die geheimnisvollen Samurai vom Clan des Drachen leben abgeschieden in den Bergen Rokugans. Ihre Wege sind für die anderen Clans unergründlich. Ihre rätselhaften, tätowierten Mönche versuchen, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Immer auf der Suche nach Erleuchtung. Okay, das heißt dann für mich, würde ich mal schätzen, dass diese Karten zu dem Grundspiel einfach hinzugefügt werden. Und das bedeutet noch mehr. Oh, es sind sogar Holokarten mit dabei. Meines Feindes Schwäche. Ach du Schande. Jeder Spieler, der als Angreifer eine Provinz zerstört, darf sofort 5 Gold bezahlen, um eine zusätzliche Provinz zu erhalten. Neue Provinz? Ach du meine Güte. Okay. Leute, bevor ich hier zu weit in ein TCG einsteige, das im Moment wahrscheinlich keiner von uns kennt und ich auch gar nicht beurteilen kann, würde ich es tatsächlich gerne damit belassen und schauen, dass wir uns mit ein bisschen Unterstützung dieses TCG ein bisschen weiter anschauen. Oder ein CCG heißt es ja in diesem Fall, ja. Wäre auf jeden Fall cool, weil sonst, keine Ahnung, ich habe das einmal bestimmt gesehen irgendwo, aber ich habe es noch nie gespielt. Und das macht es für mich auch umso spannender herauszufinden, was dieses Spiel für uns bereithält. Es schaut auf jeden Fall interessant aus. Eine lange Spielzeit kann ich mir darunter auch vorstellen, dass so eine Runde bestimmt eine Stunde dauert oder was. Werden wir es gemeinsam herausfinden? Ja, sehr gut möglich. Und ansonsten sehen wir uns morgen zum nächsten Opening wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst der Sache ein Like da. Ja, vergesst nicht auch immer wieder auf die anderen Plattformen zu schauen, wie Instagram und Co. Da gibt es auch immer mal wieder Codes für euch. Und dann sehen wir uns morgen zum Opening Nummer 18, Freunde. 18. Bald ist es dann wieder soweit. Und der nächste Advent steht vor der Tür. Das nächste große Opening, das nächste kleine Gewinnspiel. Macht euch auf was gefasst. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, wie immer. Macht es gut, haut euch rein. Ciao, ciao.